So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen weiter mit dem nächsten Moment. Was passiert heute? Vielleicht. Ich weiß nicht, wenn wir noch einen Sechser kaufen, ne? Bin ich Kaiser? Delegieren, den möchte ich aber nur 2 Jahre verleihen. Ah, delegieren. Ich weiß nicht gerade, was ich denn auf Kurzleihe gegangen bin bei dem Spieler. Lass mich nochmal. So. So, mal gucken. Ich versuche mal, ob ich nochmal einen Spieler verpflichten kann. Gerade für die Sechserposition. Ich bin viel zu weit auseinander, die Spieler. Freie Spieler. Gucken wir mal, ob wir freie Spieler verpflichten können. Wir müssen wir sowieso gucken, wie wir holen so. So, holen wir uns mal den ersten, versuchen wir mal unseren ersten Spieler zu verpflichten. Mal 2 Jahre. Freigabe umgehen. Ja, kam mal zu. Das war unser Neuzugang. Ersten Neuzugang haben. So, gehen wir mal rauf. So, den holen wir einmal auf alle Fälle. Ich versuche noch einen Innenverteidiger zu verpflichten, oder? Wir haben ja eh keine Kohle, deswegen müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was den Spielern vor der freien Spielerliste verpflichten. Ich brauche nämlich noch einen Innenverteidiger, definitiv. So, probieren wir mal, wann kriegen. Natürlich Schlüsselspieler, das ist ganz klar. So, ich hoffe, dass das jetzt vom Budget her passen könnte. Freigaben also mal. Können wir mal dezent übergehen? Nee, 30.000 ist mir zu viel. Hallo? Der muss ja ein bisschen weiter.
So, jetzt gucken wir mal, wer kommt. Ne, schade. Der kommt nicht. Hätte ich jetzt gern verpflichtet. So, Verpflichtungen delegieren. Ich gehe jetzt mal auf die Dings. Da wir ja unbedingt noch Spieler verpflichten müssen. So, gehen wir mal weiter. Wann haben wir nämlich das erste Spiel? Nur sind nebenbei. Das ist irgendwo für Meier. Nein. So, mal gucken, ob er kommen würde. Ich brauche ja definitiv noch. McGowan hat angenommen. Und damit haben wir ihn verpflichtet. So, Angebot angelehnt. Schröder wechselt nach Derry City. Na, läuft langsam. Also darüber wird immer jetzt. Ich will natürlich aufsteigen, das ist ganz klar. Wäre schön. Nein, definitiv nicht. Erster Spielsmus gegen den ersten Fair, Leute. Ah. Gut. Schröder ist ausgeliehen und wir gehen jetzt rein ins erste Match. Warte mal, ich auswärts leider zuerst, das ist das Problem. Aber wir gehen mal in die erste Pressekonferenz. So, okay, gehen wir rein ins Match. Erstes Saisonspiel gegen den ersten Fair. Leider erstmal auswärts. Mal gucken. Ob wir da heute die ersten Sieg holen. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn der konnte ja zuletzt einen Dreierpack für sich verbuchen. Gelingt das auch heute wieder? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann.
Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. SC Verl gegen die Villains. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt. Keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Genau so ist es. Endlich ist ja die erste Vorbereitung. So werden die Gastgeber beginnen. Die treten heute in 4-3-3 an. Kurze Kommentare dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. So, geht jetzt gleich ins Match. Ja, auswärts in Verl. Und nächste Woche haben wir schon das nächste Spiel. Haben wir schon wieder die. Haben wir das erste Heimspiel. Und dann geht es eigentlich los im neuen Stadion. Bei den also, Villains soll diese Aufstellung heute den Erfolg bringen. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten. Und vorne zwei Stürmer. Gunnarsson, neuner Mannschaft. McGowan, die beiden Neuzugänge. Sind jetzt in der Stadtformation, sollen natürlich erstmal ein bisschen in der Defensive ein bisschen Stabilität schaffen. Jetzt spielt 4-4 nur. Davor 1-1 und davor 2-3. Ich hoffe, dass es einfach ein gutes Spiel wird. Na dann, auf geht's ins erste Saisonmatch. Natürlich wollen wir heute den ersten Saisonsieg hier holen. Er nimmt ihm den Ball ab. Schon mal. Ja, mal bei außen. Kommt aber nicht ins Tempo, weil da Stellwagen, der Verteidiger da ein bisschen aufpasst. Ach, scheiße. Ich dachte, der lässt das Lied Rempi vorbei und dann. Ja, hat er noch. Bei den Gastgebern können wir uns heute auf frühes Pressing einstellen. Kann uns nur recht sein, spricht für ein interessantes Spiel. Und genau das haben sie auch. Ja, mit viel das ist zum Kotzen. Du kriegst grundsätzlich mit dem ersten Kick. Und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Ja, ich muss eine Taktik ausbilden. Das bringt mir jetzt nicht so. Jetzt nicht zu mir. Mal ein bisschen die Defensive stärken. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Meier. Angriff hier vor den Villains. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Hm. Ball ist weg. Da ist Daro, vorbei an Hauser. Ah gut, der Ball auf Meier, der kriegt den noch. Hat dann aber auch, ja, dass er das verliert und dann haut er doch noch. Hacini. Das muss es sein. Schumacher, das ist das Tor.
Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz muss er den eigentlich auch machen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Also auf jeden Fall mal der verdiente Ausgleich. Alter, der verdiente Ausgleich ist egal. Ausgleich ist Ausgleich. Tor ist Tor. Am Ende ist es scheißegal wie. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Und ah, schön dazwischen gegangen. Reinigt, Ball ist weg. Schumacher, der jetzt mal gegen Jürgensen. Starkes Tackling hier. Was macht er draus? Bauer, gut gemacht dazwischen. Wird zu gut dazwischen gegangen jetzt, Bauer. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Gut, Ball erobert da. Der Ball holt er, gut verteidigt. Da muss er hin. Viel Platz für die Willens auf Außen. Schwarz. Jetzt die Flanke. Guter Einsatz. Ball ist sie irritiert ein bisschen, weil die alle, weil die auch weiße Trikots so und schwarze Hosen haben. Super dazwischen gegangen. Ich ein bisschen ändern noch, weil das machen müssen. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Chance zur Führung. Sehr gut gemacht. Warum auch nicht? Scheiße, Mann. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Platz für die Flanke. Die Gelegenheit. Unglaublich Parade. Schön. Schön gehalten da. Kurze Ecke. Warum pfeift der immer gegen mich? Denn die blöden Standardsituation. Das ist ein Freistoß unberechtigt, der Elfmeter. Gut, der Elfmeter war berechtigt. Ich meine, ich versau's mir jedes Mal selber. Ball geht unten ins Eck. Na, komm nur. Versaust mir gerade alles selber da hinten drin, ey. So einen scheiß unnötigen Elfmeter, der war nichts. Platz, jetzt die Flanke. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2-1. Berlin gegen Köln. Ja, ebenfalls 1-2. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich das. Ich kriege aber auch gerade nicht sein, dass ich da mal mit einem guten. Sie sind weiter am Ball. Frage ist gut. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sie haben diese Partie. Hey, der schießt aus 50 Metern und das Ding schlägt ein. Gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Sollte eigentlich die Defensive ein bisschen stärken. Da kommt so eine Kacke dabei raus. Ich komme mit der Mannschaft überhaupt nie, also nicht wirklich rein. Normalerweise klar. Malkovos. Chance zur Flanke jetzt. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Und der nächste. Ey, das ist egal, aus welcher Lage die drauf schießen. Der Ball fliegt immer rein. Und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen.
und wir haben einen neuen Spielstand 4:1. Schwarz. Er kann sich durchsetzen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit schon gut im Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Aufbau. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach keine Möglichkeit habe, meine Defensive zu stärken. Ach komm schon, da war doch nichts, ey. Das ist eine gute Gelegenheit. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Tottenham Hotspur hat seinen Wunschtransfer, also jetzt unter Dach und Fach gebracht. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst. Es wird eine ganz, ganz schwere Karriere. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Bauer. Meier. Nochmal Meier. Und da ist Platz. Und der Keeper verhindert hier mit so einer guten Parade hier das Tor, nächste, das 2:4 nur noch. Malkobos. Schmidt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so wenig die Lücke, das ist natürlich klasse. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Und er gewinnt den Zweikampf. Gute Mission. Vielleicht die Konterchance. Da setzt er sich gut durch. Gunnarsson. Abgeblockt, weiter gefährlich. Spielt den Ball. Es ist egal wie, entweder kommen sie da einen Fuß dazwischen oder. Gefährlich! Große Freude kommt da. So, nur noch 2:4. Der Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Ah, du kriegst wieder 4 Gegentore. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Dann gut, aber nachgesetzt und dann gut mal probiert. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, also spitze gemacht. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Hm. Der Ball ist weg, gibt es jetzt einen Gegenangriff. Und das ist der Ball, anstatt mal den Ball nach vorne durchzuspielen, spielt man ihn einfach zurück zum Gegner. Das macht er gut. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball jetzt vielleicht. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Oh, jetzt werden sie wechseln. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Da ist der Ball weg. Ja, wir sind nach wie vor sieglos. Der ist soweit. Sie holen sich hier den Ball. Ne, egal was du machst. Aber wie gesagt, gefühlt kann der Gegner aus jeder Lage schießen, der Ball ist irgendwie noch drin. Er ist weiter am Ball. Ach, der tut sich schwer. Klasse Pass. Ach komm schon, da ist doch ja nicht alles. Jeder Ball, jeder Angriff wird rückgepfiffen. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ja, könnte was werden. Der Ball kommt. Gehalten. Unglaublich wohl. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke kommt kurz. Schmidt. Jetzt mal. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt.
Schumacher. Das war's. Wir hören den Schlusspfiff für die Gäste. Es ist heute also eine Niederlage. 2-4, wir bleiben weiter sieglos. Spiel, das ist alles andere als ein Wunschergebnis. Da wird es Umstellungen geben. Definitiv. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir momentan überhaupt gar nicht in die Spur finden. Es war nicht mehr unverdient. Es war einfach nur beschissen, weil die Torrichter nicht, egal aus welcher Lage die geschossen haben, die Bälle sind alle reingefallen. So, es wird auf jeden Fall eine Änderung geben. Ja, schwierig gerade, was ich machen kann. Na gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder, dann geht's weiter mit FIFA.